Für die Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen gibt es ab 01.01.2023 Änderungen bei der Umsatz- und rückwirkend ab 01.01.2022 bei der Einkommensteuer. Was beschlossen wurde, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Für die Lieferung von Photovoltaikanlagen fällt ab dem 1. Januar 2023 keine Umsatzsteuer mehr an. Es gilt dann ein Nullsteuersatz. Diese Regelung gilt für die Installation und alle Komponenten der Anlage, wie zum Beispiel Photovoltaikmodule, den Wechselrichter oder auch den Batteriespeicher. Der Nullsteuersatz gilt nur für Photovoltaikanlagen, die nach dem 1. Januar 2023 geliefert bzw. installiert werden. Eine rückwirkende Anwendung auf Bestandsanlagen ist nicht möglich. Es kommt also darauf an, wann die Photovoltaikanlage vollständig geliefert wurde. Das heißt, selbst wenn ihr 2022 die Anlage bestellt habt und sie wird aber erst 2023 geliefert und installiert, dann gilt der Nullsteuersatz. Auch wenn der Verkäufer einen Teil der Anlage, zum Beispiel die Wechselrichter, im Jahr 2022 geliefert und dafür eine Anzahlungsrechnung geschrieben hat und er stellt die gesamte Anlage erst 2023 fertig, kann er die Umsatzsteuer, die er 2022 in der Anzahlungsrechnung ausgewiesen hat, mit der Schlussrechnung korrigieren. Für welche Anlagen gelten jetzt die neuen Umsatzsteuerregeln? Das betrifft zunächst Anlagen an einen Abnehmer bis zu 30 kW Peak. Aber auch größere Anlagen mit mehr als 30 kW Peak unterliegen dem Nullsteuersatz, wenn sie auf, und das ist jetzt wichtig, oder in der Nähe von Wohngebäuden installiert werden. Also zum Beispiel auf größeren Mietshäusern. Wie sieht es bei Reparaturen zukünftig aus? Dann ist es so, wenn eine defekte Komponente, wie zum Beispiel ein Wechselrichter, ausgetauscht wird, dann ist sowohl die Komponente als auch die Installation von der Umsatzsteuer befreit. Wenn es nur um eine reine Reparatur ohne gleichzeitige Lieferung von Ersatzteilen geht, dann ist diese Reparatur umsatzsteuerpflichtig. Was gilt bei Garantie- und Wartungsverträgen? Die sind weiterhin mit 19% zu besteuern. Wie ist es denn zukünftig bei der Einspeisung von Strom? Fällt dort dann Umsatzsteuer an, also auf eure Rechnung? Bis 22.000 Euro Umsatz im Jahr geltet ihr als sogenannte Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht. Da müsst ihr eure Einnahmen nicht versteuern, es sei denn, ihr würdet auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Dann würde die Umsatzsteuer natürlich anfallen. Was gilt bei der Anmietung einer Photovoltaikanlage? Die stellt selbst keine Lieferung dar und ist deshalb umsatzsteuerpflichtig. Was anderes kann beim Leasing- oder Mietkaufvertrag gelten. Das ist immer dann der Fall, wenn man entweder zu Beginn vereinbart, dass die Anlage nach Ablauf der Miet- oder Leasingzeit übernommen wird, oder, und das ist jetzt interessant, wenn man ein Optionsrecht hat und wenn nach den objektiv zu beurteilenden Umständen des Einzelfalls keine andere Entscheidung wirtschaftlich sinnvoll ist, als die Übertragung bzw. Erwerb des Eigentums am Ende der Vertragslaufzeit. Wenn ihr also mietet oder least, dann solltet ihr diesen Punkt vorher natürlich abklären, weil ihr spart natürlich, wenn ihr die Miete oder die Leasingrate ohne Umsatzsteuer bezahlen könnt. Was ist eigentlich mit bestehenden Anlagen, die vor 2023 installiert werden? Da bleibt es bei den bisherigen Umsatzsteuerregelungen. Es gibt übrigens FAQs des Bundesfinanzministeriums, die verlinken wir euch unter dem Video. Da könnt ihr dann in Ruhe alles nochmal nachlesen. Kommen wir nun zur Einkommensteueränderung. Der Gesetzgeber hat eine zusätzliche Nummer, nämlich die Nummer 72 zum Paragraphen 3 des Einkommensteuergesetzes hinzugefügt. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Da steht jetzt Folgendes. Steuerfrei sind die Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb A von auf, an oder in Einfamilienhäusern einschließlich Nebengebäuden oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammdatenregister von bis zu 30 kW Peak und B von auf, an oder in sonstigen Gebäuden vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammdatenregister von bis zu 15 kW Peak je Wohn- oder Gewerbeeinheit. Insgesamt höchstens 100 kW Peak pro Steuerpflichtigen oder Mitunternehmerschaft. Was heißt das jetzt? Wenn ihr zum Beispiel auf eurem Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage bis 30 kW Peak installiert habt, dann sind die Einkünfte aus dieser Anlage nicht bei der Einkommensteuer zu berücksichtigen. Die Einkünfte sind auch nicht zu berücksichtigen, wenn ihr eine Anlage auf einem Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten installiert
installieren würdet, die eine installierte Bruttoleistung von bis zu 60 kW Peak hat, also insgesamt viermal die 15 kW Peak. Zu den Nebengebäuden zählt zum Beispiel eine Garage, wo die Photovoltaikanlage auch installiert sein könnte. Wir schauen mal, was da weiter steht. Werden Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erzielt und sind die aus dieser Tätigkeit erzielten Einnahmen insgesamt steuerfrei nach Satz 1, ist kein Gewinn zu ermitteln. In den Fällen des Satzes 2 ist § 15 Absatz 3 Nummer 1 nicht anzuwenden. Das heißt, dass wenn ihr nur Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage habt, sind die steuerfrei. Natürlich nur, wenn sie die oben erwähnten KW-Peak-Leistungsgrenzen erfüllen. Diese Regelung des § 3 Nummer 72 gilt übrigens rückwirkend ab 01.01.2022. Anders als bei der Umsatzsteuerregelung gilt bei der Einkommensteuer auch für Bestandsanlagen, die vor 2022 installiert wurden, die neuen Regelungen. Wenn euch nun dieses Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr das Video teilt, und wir sehen uns wieder beim nächsten. Ciao.